Jo, perfekt, Digga. Keine einzelne Speicherkarte. Ach, Digga. Schön in der Halle vergessen. Ich wusste, dass es Nachteile hat, eine Halle zu haben. Ach du morgens. Und du musst es eh wieder kacki. Halt's Maul. Warum regnet das denn? Ja, Freunde, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu diesem mit Handy gefilmten Montags-Scheiß-Update-Video. Seit 5 Monaten, Montagen in Folge, hängt ihr mir jetzt in den Ohren, wann wieder ein Montags-Scheiß-Update-Video kommt, wo ich einmal rumgehe, über alles heul, erzähle, was ich diese Woche so vorhab. Ich würde sagen, an dieser Stelle fangen wir jetzt mit verquollenen Augen an, diesen Montagmorgen zu beginnen. Let's go! Erstes Projekt. Kakalea seht ihr im Hintergrund schon. Aufgrund ihrer Privatsphäre filme ich das jetzt nicht. Die haben mich jetzt beschlossen, den Vorgarten quasi zu benutzen als Chill- und Kakalea-Area, weil sie hinten angefangen haben, das Haus zu bauen. Das kann ich euch auch einmal zeigen. So, okay. Nee, ich blende das jetzt hier ein. Die haben da irgendwie angefangen. Und das war mir ein bisschen sehr unangenehm, da hinten rumzuhängen. Gerade wenn die neuen Nachbarn mit ihrem Kind und ihrem freilaufenden Boxerhund da rumlaufen, dann da mit meinem Pipi-Kaka-Seed-Oil-Welpen rumzustehen und mit unseren blauen Assi-Stühlen hier. Die habe ich jetzt nach hier getan, aber es sieht richtig schön asozial aus, wie wir den ganzen Tag hier vorne rumhocken. Mit Kakalea läuft ansonsten alles richtig super. Die macht sich richtig gut. Die ist zwar die dünnste aus ihrem ganzen Welpenjahrgang, sage ich mal. Also ihre ganzen Geschwister haben schon 3 Kilo mehr drauf, aber das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie vergessen hätte, sie zu füttern oder so, sondern sie wird einfach nicht überfüttert, um ihre Gelenke zu schonen. Das ist eine Taktik von meiner Hundetrainerin. Das macht sich alles sehr, sehr gut. Also ich finde jetzt nicht, dass sie zu dünn aussieht. Kakalea, komm jetzt her! Gib Futter! Los, ein Feind. Wax hat sich so geile Bilder gekauft hier für 30 Euro. Ahnt ihr? Allerdings muss man die mit Abstand aufhängen und das hat er nicht geschissen bekommen, beziehungsweise hat er keinen Bock drauf und jetzt habe ich die für mein neues Büro bekommen. Perfekt, danke dir, Digga, Wax, an der Stelle. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich das natürlich viel perfekter hinbekommen werde als du, so ein Bild aufzuhängen. Dann machen wir weiter hier, ne, Streamingraum. Da hinten seht ihr es, lange nicht mehr gestreamt. Das finde ich auch persönlich richtig, richtig blöd. Gestern hatten wir den ersten Livestream wieder in der neuen Halle über Mobilfunknetz, über mein Handy. Und ich muss sagen, die 2 Stunden, die kamen vor wie 5 Minuten. Ich hab's übelst gefeiert, Mann. Stream-Chat war gut am Start, gut viele Leute dabei. Ich werde auf jeden Fall jetzt wieder öfter streamen. Das ist kein Versprechen, sondern das ist ein Vorhaben, möchte ich an der Stelle sagen. Aber ey, hat mir richtig hammer wieder Spaß gemacht. Philipp Filigran hat mir erzählt, dass er neues Streaming-Setup hat für mobile Streams. Das heißt, es kommen Schrauber-Streams jetzt, Leute. Der gibt jetzt irgendwie in 10 Tagen oder so seine Bachelorarbeit ab. Alle mal Daumen drücken für ihn, dass das was wird. Und dann werden wahrscheinlich Streams aus der Halle Schrauber-Streams kommen. Das ganze Setup hier, weiß ich noch nicht ganz genau, was ich damit mache. Ich denke, das wird auch in die Halle kommen. Dann habe ich mir hier ein neues, neue Casting-Couch habe ich mir besorgt. Voll die Porno-Couch auf Kleinanzeigen aus einer Puff-Auflösung rausgezogen. Kommen wir zu meinem absoluten Lieblingswagen, Honda S2000. Die einen lieben's, die anderen hassen's. Ich muss sagen, ich habe automobile Freude für mich. Warum geht jetzt diese Leiste schon wieder nicht neu entdeckt? Ey, das ist so ein Schrott, diese Baumarktleisten, ne? Da fliegt ab, hier. Eine Katastrophe. Ja, Honda S2000, wie geht's weiter mit dem Bock? Ich sag mal so, Folie ist bestellt, Bodykit ist bestellt, Flügeltüren liegen bereits da. Ich weiß nicht genau, ob ich die Flügeltüren diese Woche hinbekommen werde. Ich habe mir diesmal auch ein paar mehr Sachen besorgt, sodass es auch vernünftig wird. Großes Problem ist, diese Woche werde ich kaum Zeit finden. Mehr dazu werde ich euch auf jeden Fall in der Halle erzählen. Ich habe einen Ölwechsel gemacht bei dem Fahrzeug, das ging richtig top. Und zwar kennt ihr ja noch diese Liqui-Moly Ölablasswanne, die ich mal beim CLS benutzt habe. Und hier könnt ihr einfach alles von oben machen. Da seht ihr schon den Ölfilter. Darunter ist die Ablassschraube. Das ist richtig top. Da habe ich einfach hier so die Dings runtergeschoben, kurz die Ablassschraube aufgeknödelt und ja, richtig, richtig top. Vielleicht kann mir noch irgendjemand erklären, was das hier ist. Das habe ich nämlich noch so gar nicht rausgefunden. Das ist einfach nur so eine eloxierte Kappe oder sowas. Die ist einfach nur hier so drauf. Das habe ich noch gar nicht verstanden. Ja. Aber das Ding läuft. Das Ding läuft wirklich wie eine 1. Und ich muss sagen, der erste Reifensatz hier,
hat bereits angefangen, jetzt erste Ausfallerscheinungen zu zeigen. Dementsprechend muss ich da wahrscheinlich jetzt nochmal 120 Euro in die Hand nehmen, neue China-Reifen hinten bestellen. Vielleicht wisst ihr ja irgendwo, wo es billigere China-Reifen gibt als 60 Euro pro Stück. Reifengröße blende ich euch mal ein. Und eine scheiß Reifenmaschine brauchen wir auch immer noch. Oh, ja, egal, das erzähle ich gleich in der Halle. Wie sehen denn überhaupt meine Haare aus, Mann? Ich habe noch nicht mal in den Spiegel geguckt. Ich habe nicht mal Zähne geputzt. Weiter geht's. Hier. Yeah. Iveco, Baby. Jetzt komplett im Regen. Benutzen ihn jetzt noch zum Hallenumzug und sowas. Allerdings habe ich ihn benutzt, um mir eine sehr geile Porno-Couch 25 Euro fürs Büro zu ziehen. Die kommt auf jeden Fall ins neue Büro rein, in die Halle. Da freue ich mich richtig, richtig hart drauf. Weiß irgendjemand, was das ist? Das sind so Spinnenbabys oder so. Die Hausverwaltung hat mich schon angesprochen, ob ich Hilfe freundlich darauf angesprochen, ob ich Hilfe bei der Gartenarbeit brauche. Meine Hecke ein bisschen ungepflegt ist. Oh Mann. Ich ziehe hier aufs Land und bin von Spießern befreit. Ja, CL500, C216, die wohl am contentfremdste Karre aktuell, ziert auch noch meinen Fuhrpark. Ein gesondertes Video über dieses gesamte Projekt und warum es im Grunde zugrunde gegangen ist, warum da nicht weitergemacht wird, warum kein Bodykit kommt, warum das Projekt so hängen gelassen wurde etc. Wird auf jeden Fall noch kommen. An dieser Stelle kann und möchte ich da noch nicht zu viel drüber sagen. Auf jeden Fall wird diese Karre früher oder später jetzt meinen Fuhrpark verlassen. Gestohlener Wagen, gezogene Schafe. Da kennt ihr das, Digga, wenn ihr ein ganz normales Leben führt, aber immer auf dem Weg zur Arbeit dann Deutschrap hört. Komplett Parallelwelt, Junge. So, nachdem ich jetzt die Speicherkarte wieder auf meinem unaufgeräumten Tisch wiedergefunden habe, habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass ich aufräumen sollte und vielleicht mal wirklich anfangen sollte, dieses Büro hier irgendwie zu einem Büro zu machen, wo man auch arbeiten kann und was nicht nur einfach nur so ein Dasein frisst, Kilometer frisst, Quadratmeter frisst. Büro habe ich jetzt nichts weiter gemacht, außer mir Bobby G's 100k Geschenk eingerahmt. Vielen, vielen Dank, Bruder. Ich freue mich auf jeden Fall schon, hier bald deins zu überreichen. Wie ihr seht, sind Eiko und Bobek leider noch nicht wieder da. Also sie sind wieder da in Deutschland. Ich habe mit Eiko auch schon geschnackt, beziehungsweise mich auf einer Poolparty getroffen. Mit denen geht's diese Woche los. Also Bobek glaube ich eher weniger, weil der ein bisschen mit Kindchen muss. Aber mit Eiko wird auf jeden Fall, denke ich mal, keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich einfach wieder nur rumpimmeln und YouTube-Videos gucken und uns drüber aufreden, dass es regnet. Aber ich hoffe, dass wir ein bisschen anfangen, die Halle einzurichten. Mercedes ML63 steht jetzt hier aktuell. Da habe ich einen Luftfilterwechsel gemacht und die Batterie lädt. Und die Nebelscheinwerfer setze ich wieder gegen Originale, weil diese China-Dinger halt angefangen haben auszufallen. Zusätzlich hat der Wagen jetzt an der Antriebswelle vorne rechts angefangen beim Einschlagen zu knacken. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass demnächst das Antriebswellengelenk komplett auseinanderfliegt, euch alle Kugeln auf der Autobahn um die Ohren fliegen und man es dringend abstellen sollte. Das ist nämlich so ein Moment, da sage ich okay. Man muss ja auch nicht auf Krampf mit defekten Autos losfahren, oder? Also man muss ja nicht auf mutwillig die Autos zerstören. Jetzt habe ich mal geguckt, billigsten Antriebswellen irgendwie auf Autoplattformen kosten so 100 Euro. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich die wirklich in ein ML63 AMG mit 630 Newtonmeter, ob ich die da wirklich reinballern will. Auf der anderen Seite, wenn die auch auf Diesel passen und so, kriegen die bei Dieseln auch halt 500 Newtonmeter in die Fresse. Ne? Also eigentlich müssten die das abkönnen. Mal gucken. Aber jetzt aktuell habe ich hier sowieso nicht die Möglichkeit, das zu machen, weil ich halt noch keine Bühne habe. Honda Civic haben sehr viele gesagt von wegen, ja, hau den durch den TÜV und sowas. Ich bin ganz ehrlich, Leute, ich mache YouTube ja jetzt nicht seit gestern und ich weiß, dass dieses ganze, ja, wir hauen mal eben ein Auto durch den TÜV und sowas, gar nichts wird. Das ist ungefähr genauso eine Schnapsidee wie irgendwelche durchgerosteten 2000 Euro Ferraris von Sauger auf Turbo umzubauen beziehungsweise den Motorswap zu machen. No front an der Stelle, aber es ist wirklich einfach Sachen bei YouTube. Da muss ich euch bitte auch um Verständnis bitten an der Stelle. Da hatte ich auch gestern schon eine Diskussion mit dem Livestream-Chat. Digga, da hört die Kohle einfach auf und die Zeit. Wisst ihr, was das an Zeit und Kohle kostet, so eine Karre durch den TÜV zu jallern? Ich bin jetzt am Überlegen aktuell, ob ich den Turbo da einfach wieder rausnehme und den Wagen dann verlose, versteiger, verkaufe. Man weiß es noch nicht. Das wird auf jeden Fall nicht diese Woche passieren. Nichtsdestotrotz will ich in 4 Wochen hier mal richtig ein bisschen Ordnung drin haben. Also Civic weg, 216 weg und ein paar andere Dinge im Hintergrund geregelt haben. Ja,
An meiner Werkstatt-Area hat nichts verändert, ja. Was soll ich euch sagen? Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich habe jetzt voll planvoll nochmal reingestartet, aber merke langsam, dass die Zahnbürste und der Kaffee ruft. Ja, es kommen ja sowieso jetzt diese Woche noch viele lustige Clips auf euch zu. Freut euch auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen ganz erfolgreichen Start in diese Woche. Bleibt gesund. Lasst gerne an dieser Stelle jetzt wirklich ein Daumen da. Im letzten Video nur 7000 Daumen. Da war ich ein bisschen traurig. Ja, gut. Alles klar. Tschüss.